Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um meine Sub-Challenge für den Monat Juli gehen. Ja, der Juni ist noch nicht ganz um. Ich habe auch noch nicht alle Bücher von meiner Sub-Challenge für den Juni gelesen. Aber wir können ja schon mal den für den Juli drehen. Ich habe auch gerade schon mit Entsetzen gesehen, dass das Video XL heißt. Und auch 15 Minuten geht. Also es könnte wieder viel dabei sein. Ja, ich hatte ja eigentlich so die Hoffnung, nachdem der Juni ja relativ umfangreich war, dass der Juli jetzt vielleicht ein bisschen weniger wäre. Aber ich glaube nicht. Wir starten einfach mal. Das erste, kann ich schon weit sehen, ist die Legend-Reihe. Band 2 und 3, die hatte ich auch zu dem Zeitpunkt schon gelesen. Also ich hatte die eigentlich die ganze Reihe auf Englisch gelesen, ich hatte so englische Taschenbuchausgaben, aber ich fand die deutschen Hardcover echt schön, auch wenn sie sehr lila sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, kaufst du dir mal die Reihe auf Deutsch. Auf jeden Fall fehlt da halt irgendwie noch Band 1. Naja, also die Reihe kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen und war da zu dem Zeitpunkt schon nicht auf meinem Sub und ist ja natürlich auch nicht mehr. Nicht, noch nie. Keine Ahnung. Keine Sub-Bücher. Ich gucke mal wieder die Stapel im Hintergrund an. The Pink Chronicles. Das sind immer so die Bücher, die ich da gelesen habe zu der Zeit, beziehungsweise die dann neu hingezogen sind. Das ist auf jeden Fall ein großer Stapel. Aber das meiste, was da hinten steht, war letzten Monat. Mein Sommer auf dem Mond von Ariana Popescu gelesen. Auch kein Super. Die Autorin mache ich ja sehr gerne. Das sind deutsche Autoren. Die schreibt halt immer sehr knuffige, ja, Romane. Manchmal mehr so ein Liebesroman. Und hier ist es halt ein Jugendbuch. Da geht es um, ja, eigentlich psychische Krankheiten. Was ich sehr gut umgesetzt fand. Vertrauen und Verrat von Erin Beatty. Das müsste der erste Band der Reihe sein. Ich habe die komplette Trilogie gelesen, also auch das ist kein Subbuch mehr von mir. Auch die Reihe kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer so auf Young Adult High-Fantasy-Geschichten steht, weil es wirklich eine High-Fantasy-Geschichte ist. Mit ein paar überraschenden Plot-Twists und auch einer ja, starken weiblichen Hauptcharakterin und einer knuffigen Liebesgeschichte, die nicht so mega im Vordergrund steht. Und ja, ich habe die Reihe sehr gemacht. So, ein paar Hörbücher, die auch keine Subs sind, weil ich die Hörbücher nicht draufzähle, beziehungsweise die wirkliche Wahrheit hatte ich auch schon gehört. Das Café irgendwas. Das Café der kleinen Wunder habe ich noch nicht gehört. Ja, ich hatte von Nicolas Barrault insgesamt 3 Bücher gelesen. Die haben mir auch immer alle sehr gut gefallen. Es spielt halt immer in Paris, geht um eine Liebesgeschichte. Es geht aber auch vor allen Dingen um die Charaktere, die halt vorkommen in seiner Geschichte und so sehr und um das Setting. Also ich mag Paris sehr gerne. Und ich mochte seine Geschichten bislang auch immer sehr gerne. Also, aber habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber ist halt auch kein Subbuch, weil ich das nicht als Buch besitze. Die wirkliche Wahrheit fand ich großartig. Es war ein Königskinder. Buch, das habe ich auch als Hörbuch gehört, ist auch nicht besonders lang, sehr kurze Bücher teilweise, mit sehr ernsten Themen, aber trotzdem ja nicht besonders schwermütig verpackt sozusagen. Wobei, das war echt eine traurige Geschichte. im Schlimmsten war eigentlich das mit dem Hund. Also es geht eigentlich um einen kleinen Jungen, der einen Berg besteigen möchte und sich halt alleine auf die Reise macht. Und warum und wieso und weshalb, also mit seinem Hund zusammen, ja, das müsst ihr auf jeden Fall selber hören. Ich fand es auf jeden Fall großartig, ich habe das auch nochmal als Buch gekauft. Das war so eins meiner ersten Königskinderbücher, wo dann auch so ein bisschen meine Sammelwut so ein bisschen entstanden ist. Also ich habe halt mittlerweile alle Bücher, die in dem Verlag erschienen sind, und ich habe auch über die Hälfte gelesen und ich fand die allermeisten großartig. Das muss man erstmal schaffen. Und sehr schade, dass es den Verlag nicht mehr gibt.
Genau, und dann haben wir nämlich noch Jane und Miss Tennyson. Also ich hoffe echt, dass ich jetzt sehr viele Chris Kinder Verlagsbücher, die jetzt hier kommen, schon gelesen habe. Also den habe ich auf jeden Fall auch gelesen. Das ist eigentlich eine sehr knuffige Geschichte, der es um ein Mädel geht. Ich weiß gar nicht, ob es an eine neue Schule kommt. Also sie hat so ein bisschen Probleme. Und sie hat einen kleinen Bruder, glaube ich, der auch so ein bisschen gehänselt wird in der Schule, gibt ein bisschen Mobbing. Und sie trifft dann auch auf einen, ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ein Außenseiter war, einen Jungen, mit dem sie sich halt anfreundet und sich auch so eine zarte Liebesgeschichte entspannt. Irgendwie so aus dem Dreh, also kann ich auf jeden Fall auch weiter. Hat mir damals sehr gut gefallen. 100%ig auf die Kette kriege ich es halt nicht mehr. Das habe ich tatsächlich auch damals 2018 gelesen. Also es gehört auch mit ein zu meinen ersten Büchern, die ich halt gelesen habe. Ist halt dementsprechend auch schon ein bisschen her. Aber wenn ihr noch Bücher aus dem Königskinder vielleicht irgendwo findet und euch die Thematik irgendwie anspricht, dann greift auf jeden Fall zu und lest die. Also wenn ich jetzt von den 15 Minuten, 5 Minuten über dieses Buch spreche, dann kann ja nicht mehr so viel kommen. Famous Last Words. Nicht nur ein Liebesroman, Emma Miles. Oh. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Das ist mein erstes Subbuch. Das ist übrigens, die Bücher haben alle unterschiedliche Formate. Das ist halt wieder so ein kleines, etwas kleineres, mopsiges. Da habe ich auf jeden Fall auch schon mal reingelesen. Das fand ich eigentlich auch sehr interessant. Es geht irgendwie um ein Mädel, das irgendwie umzieht, also 17-jähriges, und da versucht, neue Freunde zu finden. Sind schon beim nächsten Buch. Die Anarchie der Buchstaben, das habe ich gelesen. Da ging es tatsächlich um eigentlich Alzheimer. Also es geht eigentlich um ein Mädchen, ein kleines Mädchen, das seine Großmutter besucht im Altenheim und die machen halt die Großmutter hat Alzheimer und die machen halt so ein Bastelprojekt für die Schule, wo es darum geht, irgendwie Buchstaben durch Bilder halt irgendwie darzustellen. irgendwie so war das. War auf jeden Fall sehr einfühlsam, sehr knuffig, aber auch sehr traurig. Anja und Alex, das habe ich auch schon gelesen. Das fand ich auch sehr gut. Das ist halt auch wirklich, das ist eigentlich eines der leichteren Königskinderbücher. Das ist halt eine knuffige Liebesgeschichte, wo es um ein Mädel geht, das, glaube ich, auch umzieht, glaube ich, zu ihrem Vater und dann auf einen Online-Freund trifft, beziehungsweise sich mit denen irgendwie verabredet, dass die sich da treffen sollen, das erste Mal in Real Life. Und die treffen sich dann auch, wissen aber nicht, dass wer der andere jeweils ist und ja, dann spinnt sie halt in Liebesgeschichten, dann kommt nachher raus, dass sie sich ja, dass es ja die Online-Bekanntschaften waren, wie auch immer. Ach ja, genau. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Jennifer Bündkau, wenn wir fallen. Also man merkt, es sommert sehr und irgendwie sind hier voll die Liebes-Contemporary-Bücher eingezogen. Aber das finde ich auch nicht schlecht, weil das sind alles Einzelbände. Ja, Jennifer Bündkau kenne ich eigentlich nur von ihren, von ihren Jugend-Fantasy-Büchern. Und das ist halt mehr so eine Contemporary-Liebesgeschichte. Ich weiß auch nicht, wie gut sie das schreibt, aber ich werde es wohl herausfinden, den sie ist. Das kleine Gespenst von Ottfried Preußler, ja. Ach, deswegen Trödelmarktfunde. Ich hatte halt als Unterschrift noch Trödelmarktfunde. Da habe ich einen Trödelmarkt gefunden, glaube ich. Habe ich gelesen, fand ich sehr knuffig. Ist halt ein sehr kurzes Kinderbuch. Und das wurde auf jeden Fall auch schon verfilmt. Ich glaube, der Film ist auch sehr knuffig. Also, ich habe auch mit Preußler tatsächlich als Kind nicht gelesen, aber jetzt als Erwachsene kann ich sagen, die Geschichten sind sehr knuffig und kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe auch die kleine Hexe von ihm gelesen. Also ich habe auch noch nicht alles von ihm gelesen, aber ich wollte da auch echt mal weitermachen. Aber es ist auf jeden Fall ein Klassiker, der gut gealtert ist. Ach, 5 Tage Liebe, ja. Das ist, glaube ich, auch mein einziges Adriana Popescu Buch. Was? Oh. Das kommt davon, wenn man seine Bücher ins Regal quetscht. Jetzt habe ich mir einen mega Eselsorder reingemacht. Da bin ich jetzt echt ein bisschen traurig. Habe ich halt noch nicht gelesen. Also das ist auch noch mein Sub.
Das wird wahrscheinlich eine knuffige Liebesgeschichte sein, wie eigentlich alle Aria Popescu Bücher. Das ist auf jeden Fall eines ihrer älteren. Das ist hier noch als Self-Publisher-Buch rausgekommen. Ach Gott, jetzt kommt schon das nächste. Die Stadt der verschwundenen Kinder. Guck mal, ich hinterher. Ja, auch das ist noch auf einen Sub. Da hatte ich ja auch einen Try-Ship damit gemacht, genauso wie mit Wenn wir fallen. Und habe es nicht aussortiert, also das würde ich gerne halt immer noch lesen. Also es geht hier so ein bisschen dystopiemäßig, wo die Mädchen, achso, wo die irgendwelche neugeborenen Kinder, jeden Monat das erste geborene, neugeborene Kind muss irgendwie der Göttin geopfert werden. Bisschen creepy. So, jetzt, das könnte es jetzt aber auch gewesen sein. Was fing so gut an? Das kommt davon, wenn man ein Video XL nennt. Am Anfang des Jahres bin ich immer so voll diszipliniert und im Mitte des Jahres eskaliert es dann. Night School, das ist glaube ich Band. Night School Band 4 oder 5. Habe ich noch nicht gehört. Habe ich aber noch hier rumstehen. Ist aber kein Buch, wenn ich das nur als Hörbuch besitze. Ich habe ja den ersten Band auch als Hörbuch gehört, glaube ich, vor 100.000 Jahren. Fand den ganz gut. Ach, gut gegen Nordwind. Ach, das hatte ich auch noch als Hörbuch. Doch, habe ich auf jeden Fall gehört. Und fand den zweiten Band der Night School-Reihe echt anstrengend bis furchtbar. Und habe daraufhin die Bücher aussortiert. Und, aber ich habe das Hörbuch halt immer noch. Also ich könnte die Reihe noch als Hörbücher fortsetzen. Ja, weiß ich gar nicht. Eigentlich könnte ich das auch aussortieren. Also gut gegen Nordwind habe ich mal gelesen. Fand ich so, naja. Ist nicht so ganz meins gewesen, ist halt so eine komische E-Mail. Freundschaft, Liebesgeschichte, whatever. Wenn man das betiteln möchte. Also fand ich okay, aber fand ich jetzt nicht großartig. Und das Ende war so. Naja. Hätte ich wahrscheinlich auf dem Tourenmarkt. Könnte sogar sein. Ja. Bloß, das war's schon. War's das? Also im nächsten Monat dürfen auch noch mehr Königskinderbücher bei mir einziehen. Also jetzt seit 2018 sind bei mir in den nächsten Monaten mehr Königskinderbücher bei mir eingezogen. Und da müssen auch noch ein oder andere auf den Sub liegen. Ich habe zwar 2018 und 2019 sehr viele davon gelesen, aber halt nicht alle. Das war's. Knapp. Also ich habe tatsächlich noch 4 Bücher auf meinen Sub aus diesem Monat. Tatsächlich sind es aber alles sehr knuffige Bücher. Also zum einen halt Die Stadt der verschwundenen Kinder, das ist halt der Auftakt einer Trilogie. Das würde ich mir jetzt erstmal nicht vornehmen, weil ich ja so ein bisschen meine Reihen mal reduzieren, also meine angefangenen Reihen mal reduzieren möchte. Da hatte ich aber schon einen Tri-Chapter gemacht und das erste Kapitel hat mir auch ganz gut gefallen und die Thematik interessiert mich halt immer noch. Das würde ich jetzt erstmal aber auf meinen irgendwann zu lesen Stapel legen. Da freue ich mich aber trotzdem schon drauf. Also dann haben wir noch 3, von denen ich mir eigentlich 2 aussuchen würde. Also mein leider gerade etwas ruiniertes Buch. 5 Tage Liebe von Adriana Popescu. Das ist halt eins ihrer Elternbücher. Ist auch als Self-Publishing-Buch rausgekommen. Hat tatsächlich 300 Seiten. Sieht man dem Buch so gar nicht an. Und wird wahrscheinlich eine sehr knuffige Liebesgeschichte sein. Ich weiß auch gar nicht mehr, worum es geht. Das ist auf jeden Fall sehr knuffig. Also es geht um Jonas, der für den Junggesellenabschied seines besten Freundes eine Stripperin engagiert. Und das ist Maya. Und er verliebt sich halt über Kopf in Maya. Und das Ganze geht dann 5 Tage. Und Maya ist davon überzeugt, dass nach 5 Tagen jede Beziehung eigentlich schon wieder vorbei ist. Und ja, mal schauen, was aus dieser Beziehung wird. Hört sie wieder an, wieder eine knuffige Liebesgeschichte. Deswegen setze ich mir das einfach mal auf die Leseliste.
Ja, weil das passt eigentlich auch sehr gut zum Sommer. Jetzt habe ich eigentlich noch zwei zur Auswahl, was eigentlich auch Knuffige gibt. Also eigentlich passen die jetzt gerade alle in den Juli. Ja, da hatte ich ja schon mal reingelesen, aber ich muss, glaube ich, ehrlich sagen, ich tendiere, glaube ich, eher zu dem Königskinder-Verlagsbuch, einfach weil ach, ich das eigentlich schon ewig lesen möchte und ich möchte auch mal wieder ein Königskinder-Buch lesen. Ich habe dieses Jahr echt noch nicht, ich glaube, ich habe eins oder zwei, glaube ich, gelesen. Das ist echt zu wenig. Und ja, das ist halt wieder so ein, wahrscheinlich so ein knuffiges Sommerbuch. Aber das Ganze hat 400 Seiten. Die sind auch übrigens immer unter den Schutzumschlägen sehr schön. Ich mal zeigen, das ist ein bisschen schlichter, aber also gestaltet sind die wunderschön. Ja, auf jeden Fall, das möchte ich auf jeden Fall lesen. Das ist mir gerade so beim Gucken des Videos ist mir halt wieder eingefallen, wie gerne ich dieses Buch lesen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das so, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber vorher war es mir so irgendwie so aus dem Gedächtnis entschwunden. Und jetzt habe ich es halt wieder auf dem Schirm. Dafür sind solche Videos übrigens auch sehr gut, um mich wieder daran zu erinnern, welche guten Bücher man ja noch alle zu Hause liegen hat, die man unbedingt lesen möchte. Und das gehört auf jeden Fall dazu. So, und damit würde ich auch das hier erstmal auf die Warteliste schieben. Ja, ich muss mal schauen. Also wie gesagt, eventuell lese ich noch mehr von den Büchern im Laufe der Monate. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Bücher durch diese Sub-Challenge ich sowieso lesen muss. Also es könnte halt sein, dass August, dass da vielleicht kein Sub-Buch bei ist und dann würde ich eins der anderen Bücher da auf die Liste setzen. Aber ich mache mir da jetzt nicht so einen Stress, ehrlich gesagt. Ja, deswegen, also die beiden Bücher würde ich mir jetzt für den Juli auf jeden Fall raussuchen. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das passt halt auch so gut. Sommer und Liebesgeschichten und ja. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt weiß ich leider nicht, wo ich das hinstapeln soll. Muss ich mal schauen. Ja, und die anderen beiden Bücher kommen auf jeden Fall auch noch irgendwie dran. Aber jetzt nicht im Juli. Packen wir es mal hin. Ja, das war's von mir und dieser Sub-Challenge für den Monat Juli. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Bücher schon gelesen habt. Wenn ja, wie ihr die fandet und ob ihr euch vielleicht für ein anderes Buch von den vielen entschieden hättet. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.